Katharina Thalbach. Vom 23.01.2022 stammt die Zeichnung, beziehungsweise das ist der Beginn. Das hat ein bisschen länger gedauert als einen Tag. Ich habe sehr viel an diesem Tag gemacht, aber auch nicht alles. Und dann gab es dann nochmal ein paar Wochen Leerlauf und bin dann erst im März, April nochmal dran gegangen. Das ist nicht an einem Tag entstanden. Und gezeichnet habe ich das mit Bleistift, überwiegend ich glaube, zwei dunkleren Stärken. B4 ist ja so mein Lieblingsstärke quasi. Und dann hatte ich natürlich auch noch dieses Zeichenpapier, das Getönte. Normalerweise zeichne ich sowohl Buntstift als auch Bleistift auf einem Zeichenkarton, also wesentlich dickerem Papier. Und dieses Getönte finde ich eigentlich sehr schön und hatte ich auch mit Buntstift probiert, aber ich habe gemerkt, dass das Papier da ein bisschen zu empfindlich ist für meine Mengen an Farbe, für meinen Maldruck, wie auch immer man es sagen mag. Und deshalb habe ich überwiegend jetzt in diesem Block oder auf diesem Papier Bleistiftzeichnungen gemacht. Vor allem, weil man da auch nochmal richtig hübsch mit dem weißen Buntstift verschiedene Details einzeichnen kann. Und das auf dem getönten Papier natürlich wesentlich besser durchkommt. Das seht ihr jetzt auch nochmal hier.